Jetzt seien ich satt, ich kann nicht weiter, spricht Mr. White zufrieden und heiter. Und das glatt rasierte Gesicht erglänzt, indem er den Schwarzen mit dem Benediktiner ergänzt. Ja, ja, sagt aus Hamburg Herr Holz, Sie sind gewöhnt an die doppelte Portion vom Rind. Man kann doch schließlich von 5 Gängen leben und vielleicht den Heizern da unten mehr geben. Ach Gott, sagte White, man soll nichts denken an andere Leute, die tun uns nichts schenken. Sie bekommen ihr Lohn und damit all right. Die Deutsch kommen ihr Gemüt nicht so weit. Und beide verlassen den Speisesaal, in dem jede Mahlzeit ein Bacchanal. In diesem Raum von Licht durchströmt, der Luxus jeder Beschreibung höhnt. Der Speisesaal der Titanic. Wer ist diese Dame dort so schick? Mach ihr den Hof, es wird sich lohnen, bekommt als Mitgift 10 Millionen. Wer dort das Bürschchen im Pflaumenbart, das eine Erbschaft 80 Millionen zahlt. Und die Dame dort mit den Brillanten legt jährlich 6 auf die hohe Kanten. Und der Herr, neben dem wir beide wohnen, 300 bis 400 Dollar Millionen. Und dieser Märchen Menschen Edelrasse, sie bewohnen den Luxus erster Klasse. Und ebenso viel 100 behäbige Leute bewohnen noch ganz komfortabel die zweite. Dann eine Kluft im Zwischendeck, die dritte Klasse, da wohnen die auch Menschen, da wohnt die Masse der Menschendünger, dessen sie oben bedürfen, um ihre Millionen zusammenzuschürfen. Und weiter unten, Zutritt nicht erlaubt, wer da drin nie war, dem hat's nie gegraut. Hier, wo moderne Titanengehirn, Hornen von Stahl, das Dampfen und Schwirren, diesen Rauch- und Ölstangschwaden, in dieser Hitze von 50 Graden, hier begreifst du beim Anblick der thronenden Scharen Dantes entsetzliche Worte. Das Scharen, der dir eintritt, jegliches Hoffen, denn hier siehst du in Wahrheit die Hölle offen. Der Technik Wunder, der Stahl blitzblank, die Menschen fahl, gesunden, krank. Jetzt sag ich sie bloß, Gott hat selber so wollen. Ein Arbeit bei Champagner, ein Arbeit bei Kohlen. Die Klassen, das Sein von Gott so benennt, wir sein auf ewig voneinander getrennt. Barmherziger Gott, ein Gelder frei aus 1000 Kehlen. Es fährt vorbei ein riesiges, eisiges Ungeheuer. Umsonst die Kommandos, umsonst das Steuer. Der Kopf des Schiffes glatt weggebissen, der Leib der Länge nach aufgerissen. Die Tatzen des Eisbergs hauen in die Flanken. Das Schiff, es beginnt zu wanken. Und 1000 Menschlein tappeln und brüllen, wer vermag die gellenden Mäuler zu stillen. Und das Untier speist seinen Geifer als Blöcke auf Deck, auf verzweifelte Menschenköpfe. Und herunter, zuerst Kinder und Weiber, verstaut wie Vieh im Hemd, ohne Kleider, hinein was kann, in die Nacht, in den Frost. Was übrig bleibt, heult und tobt und betet und wimmert. Die Männer stieren, der Wahnsinn gräbt sich den Weg ins Gehirn. Man packt sich, umschlingt sich, schreit in die Ohren, ein ander das furchtbare Wort, verloren. Und das grausige, weiße Eisesgetier, es frisst sich weiter in knirschender Gier. Die
erste, die zweite, die dritte Klasse. Heiter Milliardär, jetzt eine Masse, zusammengedrängt am Heck und Zaun, verglasten Augen ins nahende Grauen. Und über dem Schiff in schwindelnder Höhe und in atemschnürender greifbarer Nähe schwebt es uns hier entsetzlicher Rachen. Er senkt sich, packt mit den Zähnen das Deck, ein Krachen! Noch ein letzter, vielstimmiger, grausiger Schrei. Ein Bogen, ein Sinken, ein Gurgeln vorbei. Der Abgrund schließt sich, die Wasser kommen und decken sie alle, die Sünder und Frommen. Heiter Milliardäre, jetzt eine Masse, die Menschen aus erster und letzter Klasse. Wie Brüder und Schwestern, von Gott so benennt, in Ewigkeit nicht voneinander getrennt.